So, meine Damen und Herren, bei mir ist es 19 Uhr. Bitte Platz zu nehmen. So, ich begrüße Sie zur 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Weida. Ich grüße die Damen und Herren der Stadtverwaltung, den Herrn Hilbert von der ODZ und die Firma Anders von Hilbert und von Thun. Ihnen liegt die Tagesordnung vor. Nein, Kommando zurück. Wir sind mit 16. Mit 18. Ich habe jetzt nicht nochmal gezählt. Mit 18 Stadträten beschlussfähig. Ich stelle fest, dass termingemäß und ordnungsgemäß geladen wurde. So, Ihnen liegt jetzt die Tagesordnung vor. Gibt es dazu Äußerungen? Wenn das nicht der Fall ist, bitte schon abstimmen. Wer der vorliegenden Tagesordnung so zustimmen kann, bitte schon das grüne Kärtchen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 2. Beschlussfassung zum Protokoll der 15. Sitzung des Stadtrates vom 1.7.2021. Gibt es dazu Äußerungen? Wenn es nicht der Fall ist, bitte ich um Abstimmung zu diesem Protokoll. Wer dem zustimmen kann, bitte das grüne Kärtchen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig. Danke. Tagesordnungspunkt 3. Beschlussfassung zum Protokoll der 16. Sitzung des Stadtrates vom 5.8.2021. Gibt es dazu einen? Ist nicht der Fall, bitte um Abstimmung. Wer zustimmen kann, grüne Kärtchen. Gegenstimmen, Enthaltungen, einstimmen. Tagungsordnungspunkt 4. Ehrung des Kameraden Harald Grimm für 40-jährige aktive und pflichttreue Dienstzeit in der Feuerwehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass aus unserem Bereich der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weida wieder ein Kamerad eine sehr, sehr lange Dienstzeit hier in Weida geleistet hat. Und nicht so schöner, wenn man nach dieser langen Zeit einen, ich sage mal so, vom Alter zwar gealterten, aber von der Gesundheit noch gesund gebliebenen Kameraden diese Auszeichnung zukommen lassen kann. Ich bitte deswegen die Herrn Grimm in meiner Form und auch den stellvertretenden Stadtwaldmeister Herrn Lorberg. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
und Herren, ich darf Sie zur heutigen Sitzung ganz herzlich begrüßen. Genauso wie die Stadträte, die Presse und das Mediateam, die Familie Anders. Ich habe natürlich einige Neuigkeiten für Sie, denn wir hatten uns ja vor der Ferienpause verabschiedet und gesagt, dass einiges in der Zwischenzeit an Terminen ansteht. Ich beginne wie immer bei Corona, auch wenn es nun so nicht mehr ganz neu ist. Und ich muss sagen, seit dem Termin 1.8. hat sich mit der neuen Verordnung nicht viel geändert. Wir haben nach wie vor Abstandsregeln und Masken in bestimmten Bereichen. Wir haben im Moment aktive Fälle 7 in der Stadt Weida. Und im Großen und Ganzen kann ich nur wieder darauf verweisen, es wäre gut, wenn die Disziplin so beibehalten werden könnte, dass die Anzahl der aktiven Fälle nicht größer wird. Wir stellen fest, dass im Bereich Landkreis Greiz es relativ schwankend ist und dass die höchsten Zahlen im Moment in der Verwaltungsgemeinschaft Seligenstädt und in Zeulenroda zu verzeichnen sind. Das ist eine reine Information und soll eigentlich auch nichts bedeuten. Nur, man muss halt, egal wo man sich bewegt, schon vorsichtig sein oder man sollte vorsichtig sein. Ansonsten ist es immer eine sehr individuelle Sache. Und ich selber bin der Meinung, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder hat dafür zu sorgen, dass er sich und andere weder gefährdet noch schädigt. Und das sollte immer die erste Prämisse sein. Damit will ich das Thema nicht weiter behandeln. Wir hatten ebenfalls zu Beginn der Ferien darauf verwiesen, dass die Brandstelle am Markt noch etwas zu bearbeiten war. Das ist mittlerweile alles abgeschlossen. Und soweit wie mir bekannt ist, könnten an den Gebäuden Aufräumung, Instandsetzung und so weiter beginnen, da die Schadensermittlungen wohl abgeschlossen sind. Das ist nicht viel, aber es könnte jetzt wieder etwas passieren, sage ich mal. Wir hatten Veranstaltungen, und zwar die meisten nicht in der Ferienzeit, sondern zu Beginn des Monats September. Am 4.9. den Kuchenmarkt oder das Kuchenfest oder wie man es auch bezeichnen will. Eine zweite Auflage, die nicht mit unserem herkömmlichen Kuchenmarkt vergleichbar war, aber die von der Größe, von dem Gebiet, was es eingenommen hat und vom Zuspruch noch stärker und noch besser angenommen wurde, wie die Veranstaltung im letzten Jahr. Und das Feedback, was wir dort kamen, war zu großen Teilen sehr, sehr positiv. Und es ist immer wieder das Wort gefallen, mach doch mal weiter, entwickelt das doch mal, damit mehr vom Stadtgebiet mit einbezogen wird und sollte es weniger oder keine Beschränkungen mehr geben, dass man das schon in einer Form eines Stadtfestes machen kann und nicht nur auf dem Gelände des Marktes und des Semmelweisbar konzentriert. Das haben wir natürlich aufgegriffen, indem wir am 21. unsere Auswertung dazu gemacht haben. Wir waren dort 13 Personen und ich muss auch hier sagen, die Meinungen auch von den Aktiven waren positiv. Es gab Punkte, an denen man sich nicht gestört, aber die man als nicht so gut empfunden hat. Das wird besprochen, das wird versucht abzustellen. Das sind alles Möglichkeiten, die nicht auf Dauer so bleiben müssen. Und da habe ich eigentlich keine Bedenken, dass man hier nicht weiter vorankommt. Es hat sich gezeigt, dass unsere Bürgerinnen und Bürger als auch Gäste von außerhalb näher und weiter raus wollen. Bei schönem Wetter sowieso und zu Feierlichkeiten und Veranstaltungen auch. Und dass es lediglich daran liegt, wie geht man mit diesen Dingen um. Und das zeigen auch die weiteren Veranstaltungen am 11.09. der Herbststadt, wo ich zwar gehört habe, dass Musik gespielt ist und sich Leute vergnügt haben, aber das ist, wenn so etwas stattfindet, eigentlich normal.
Und dass eben nach einer bestimmten Zeit auch wieder Ruhe eingekehrt ist. Und die Auswertung auch hier sehr positiv ausgefallen ist. Es waren keine Vorkommnisse, die in irgendeiner Weise Anlass geben, großartig einzuschreiten. Und wir haben wieder gesehen, dass neben den Ritterfestspielen auch dieses Ereignis über einen privaten Veranstalter durchgeführt Sinn macht und auch angenommen wird. Also auch hier sehe ich zukünftig eine gute Möglichkeit, Veranstaltungen hier in Weida durchzuführen. Wir hatten am 19.09. dann das mit Abstand personell größte Ereignis, den Weltkindertag kombiniert mit dem Rekordversuch, den Mensch ärgert dich nicht, die alte Bestmarke von 1692 Spielern zu überbieten. Und es ist Wahnsinn, wenn man sieht, dass 2009 Spieler hier aktiv dabei waren, bei eigentlich äußeren Witterungsbedingungen, die nicht optimal zum Würfelspielen sich eignen. Aber der Enthusiasmus, die Motivation und das Interesse an diesem Ereignis war so groß, dass sich genau die Knirpse zu ihrem Weltkindertag an den vielen Spielstätten und so weiter so abgekämpft haben, dass wahrscheinlich keiner an Untertemperatur gelitten hat. Die Älteren, die haben sich dann mit etwas alkoholischem stärken können, auch wenn wir hier noch auf den Glühwein verzichtet haben. Als letzte Feierlichkeit am 20., am eigentlichen Weltkindertag, wurde auf der Osterburg die Osterburg-App um den Eiszeitstein erweitert und hier feierlich in Betrieb genommen. Am Nachmittag fand dann in der Sparkassenfiliale Weida die Auszeichnung im Kunstwettbewerb 2021 statt. Und auch hier hat man wieder gesehen, dass relativ nicht die Masse das Thema ist, sondern etwas weniger, aber dafür auch eine große Klasse. Die Exponate, die dort gezeigt wurden, waren schon aller Ehren wert, wenn man immer wieder berücksichtigt, welches Alter die Hersteller, die Künstler dort arbeiten lassen. Also auch hier wieder ein gelungenes Ereignis. Das Podiumsgespräch, welches am 18.08. auf der Osterburg über das Thema Finanzen und Tourismus geführt wurde, ist in Weida gar nicht so sehr aufgenommen worden, allerdings über die Stadtgrenzen hinaus umso mehr. Und ich freue mich, dass meine Amtskollegen aus den unterschiedlichen Städten hier in der Nähe davon Gebrauch gemacht haben und waren ebenfalls zu Gast auf der Osterburg. Genau, da will ich nochmal zurückkommen auf den Weltrekordversuch. Mein Kollege, mein Oberbürgermeister, Kollege aus Gera, hat sich das nicht nehmen lassen, selbst privat hier mal Augen und Ohren aufzumachen, mal mit teilzunehmen. Und ich finde das gut, weil zukünftig kann es gar nicht anders sein, als dass der eine zum anderen mit hinkommt und diesen ganzen Bereich mit ihm beziehen will und muss. Weil da spielt wieder das Alter und die Interessenslage eine Rolle. Und eins ist auch noch zu erwähnen. Kaum einer kann auch was allein. Es ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, dass Vereine, Privatpersonen, der Bauhof, die Stadtverwaltung, die Stadträte, das alle mitgezogen haben. Das Landratsamt mit ihren verschiedenen Abteilungen und die gesellschaftlichen Einrichtungen. Ansonsten hätten sie das nicht auf die Beine stellen können. Ganz davon zu schweigen, die Finanzen. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir zukünftig vielleicht von der Masse nicht mehr so viel, aber von der Qualität schon anspruchsvolle Veranstaltungen hier in Weida organisieren. Und ich glaube nicht, dass die, die wirklich sich für Weida und in Weida engagieren wollen, einen Grund finden, sich hier auszunehmen, weil die Chemie, weil die Kontakte untereinander nicht stimmen. Denn das, was bisher gemacht worden ist, das kann sich sehen lassen. Ich komme zum Baugeschehen.
Hier kann man relativ schnell und kurz drüber wegfahren, wobei ich sagen muss, Breitbandausbau ist nicht zu kurz und breit drüber wegfahren, sondern hier passiert so viel, dass wir selber nicht in der Lage sind, überall sofort und gleich reagieren zu können. Und wir müssen reagieren, weil wir hier weder Auftraggeber noch Auftragnehmer noch verantwortlich sind. Hier zeichnet die Telekom, die Baufirmen und die Bauarbeiter verantwortlich. Und es ist nicht überall so, dass im Sinne von Ordnungssicherheit gearbeitet wird. Das hängt aber vielfach damit zusammen, dass vorwiegend in unserem Bereich in Weida, nicht so stark in Berga und Forst-Wolfersdorf, Molsdorf, Teich-Wolframsdorf, vorwiegend ausländische Arbeitskräfte eingesetzt sind. Und dann muss ganz einfach der Hauptauftragnehmer, die Baufirma, die hier die Hand drauf hat, noch intensiver mit den Kollegen schon sprechen, was in Deutschland Recht und Gesetz ist, wo man darauf achten muss, gerade was Absperrung und Ähnliches betrifft. Soweit wir das schaffen, haben wir uns dem Problem schon gestellt, waren unterwegs, haben mit den Kollegen gesprochen, haben sie darauf hingewiesen, haben auch mit die Telekom noch informiert und werden weiter dranbleiben. Aber wie gesagt, wir sind dort personell stark gebunden, zumal das nicht das Einzige ist, was im Baugeschehen läuft. Auf der Baustelle Poststraße haben Sie bestimmt bemerkt, dass die Pflasterarbeiten an der Gerhardstraße beendet sind. Trotzdem wird die Poststraße nicht eröffnet oder freigegeben. Das hängt ganz allein mit dem Ausbauzustand am Nonnenhof noch zusammen, wo von beiden Seiten Baufahrzeuge noch gebraucht werden und die Zufahrt muss ganz einfach im Moment noch für die Baufahrzeuge freigehalten werden. Aber hier läuft die gesamte Maßnahme noch im gesetzlichen Rahmen. Das Leidische Thema Burgstraße 18 möchte ich kurz abhandeln. Wir waren im August soweit, dass der Eigentümer nach dem Vororttermin die Möglichkeit hatte, Unternehmen über einen Auftrag für den Abriss zu binden. Er ist darüber, ich habe diese Woche versucht zu telefonieren, habe das mit einer SMS danach geschoben und habe zumindest die Rückantwort bekommen, dass es ihm im Moment sehr schwer fällt, aufgrund der sprachlichen Sachen seine Auftragsformulare und die Bewilligungsunterlagen für die Umsetzung in die Reihe zu bringen. Wir werden aber zusammen mit den Kollegen im Kreis hier Einfluss darauf nehmen, dass das möglichst schnell erledigt werden kann und dann, ja, ich sage mal so, das letzte Kapitel schlägt. Also hier wird auch weiterhin. Der Gewerbealtstadt am Schlossmühlenweg, dort fand zum einen die Besichtigung statt, dort haben 14 Personen teilgenommen. Dort habe ich mich sehr über das tatsächliche Interesse gefreut, über die Fragen, die gestellt worden sind. Und ich war auch überrascht, was man alles noch erfährt, obwohl man, denke ich, schon vieles zu wissen. Also hier schlummert noch Potenzial bei unseren Bürgerinnen und Bürgern, die im großen Kreis drumherum wohnen, als auch die früher in Niederwerken gearbeitet haben und noch einiges dazu sagen können, was heute noch laufen müsste oder könnte. Ich denke da an den gesamten Abrissbereich, der jetzt für uns erstmal beendet ist mit dem ersten Bauabschnitt, aber auch mit noch zu erledigen Maßnahmen der Firma Gerbo Immo und der Leder GmbH, die ehemalige Deponie, die noch nicht beendet ist, und die Sanierung des Klärwerkes, welches zu dem Ledergang noch gehört. Aber dort ist noch Bewegung. Hier erwarte ich innerhalb der nächsten Woche hoffentlich dann eine Entscheidung, inwieweit die Investitionsmaßnahmen durch die Thüringer Aufbaubank unterstützt werden. Das soll es zu diesen aktuellen Themen gewesen sein.
Ich kann nur weiterhin bitten, was ich eigentlich immer tue, weil ich dazu keine Werbung schalten will. Nutzen Sie die Möglichkeiten, unsere einheimischen Händler und Gewerbetreibenden zu besuchen. Sie haben Angebote, die sich sehen lassen können. Sie haben kurze Wege und Sie sind sich bekannt. Wenn es funktioniert, ist das doppelt gut. Wenn es mal nicht funktioniert, haben Sie nur wenige Wege, um bei Ihnen auch gegebenenfalls in den Hintern zu treten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke dem Bürgermeister für seine Ausführung. Ich komme jetzt zum Tagesordnungspunkt 6, Anfragen der Bürgerinnen und Bürger. Ich mache darauf aufmerksam, dass das der Tagesordnungspunkt ist, worüber Sie zu bestimmten Dingen auch den kommenden Vorlagen Anfragen stellen können. Ich würde Sie bitten, ans Mikrofon zu treten und den Namen zu nennen. Bitte schön. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Astrid Grundmann. Ich spreche hier in Vertretung unserer Interessengemeinschaft Radwegeverkehr Weida. Und ich würde gerne jetzt einen jungen Mann von hier oben runterschicken und ihm die Hinweise, Anregungen, Vorschläge und Kritiken der Besucher des Weichen Kuchenmarktes vom 4.9. Übergeben. Wir hatten ja dort eine Ideenbox aufgestellt an unserem Informationsstand, wie Sie sicherlich wissen, und haben eben gebeten, die Besucher dort ihre Zettel einzuwerfen. Und wir haben ja etliche zusammenbekommen und die würde ich Ihnen gerne jetzt erstmal übergeben. Vielen Dank. Dann habe ich eine Frage. Wir hatten zur Stadtratssitzung am 1. Juli 2021 eine Unterschriftenliste übergeben zum Beitritt der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Thüringen. Da hätte ich gerne gewusst, ob sich da was getan hat oder ob unsere Unterschriftenliste in der Schublade gelandet ist. Und zum Dritten hätte ich noch gerne eine Einladung ausgesprochen, und zwar am Samstag, den 25.09. wollen wir nochmal als Interessengemeinschaft Radwegeverkehr weiter eine Rundfahrt veranstalten, indem wir die Radwege in unserer Umgebung besichtigen und anschauen und deren Zustand überprüfen bzw. deren Befahrbarkeit uns ansehen wollen. Ich lade dazu alle recht herzlich ein, die Stadträte, die Bürger, und würde mich freuen, wenn wir einen regen Zuspruch bekommen. Danke. Deswegen muss ich nochmal darauf zurückkommen, die alte Post, die Ausdruck hierzu, die Pflichtung ist. Es soll jetzt keine Kritik direkt sein, denn ich weiß, dass die Kommunen mit ähnlichen Fällen die Größenordnung zu kämpfen haben. Wenn ich durch Gera gehe, sehe ich das an mehreren Stellen. Die Gera-Straße fängt schon wieder an, genau gegenüber Kluges, wo solche Fälle auftreten. Ich weiß auch, um die Rechte des Eigentümers sicherlich, aber es kann nicht sein, dass hier einzelne, in der Regel auch auswärtige Immobilieninhaber, der Masse der Bevölkerung, ich würde sagen allen, auf der Nase rumtanzen mit ihren Vorstellungen, was Eigentum anbetrifft. Die Verpflichtung ist meistens das Letzte, das Geld ist das Allererste, Haus der Kultur, Geras Kaufhaus war einer der größten Klumpen von diesen Dingen, aber auf anderen Gebieten. Kann man denn wenigstens über eine Ersatzvornahme eine andere Regel finden? Es kann nicht sein, dass der Verkehr sich eingepegelt hat hier in der Stadt in Ruhe. Schon gar nicht kann ich verstehen, dass die Burgstraße oben für Fußgänger gesperrt wird. Die Leute suchen sich ihren Weg. Und wenn man Respekt hat, macht man es nicht, aber sie besuchen sich. Aber in welcher Größenordnung mittlerweile, dass das ein Trampelpfeil ist, der nichts übersehen ist. Da kann man doch die eine Seite für Fußgänger offiziell öffnen, wenn schon keine. Da können auch Fahrradfahrer durchkommen, alles. Auch der ganze Umkreis dort, das wäre also eine Aufgabe für eine Ersatzvornahme, die keine Aufschub duldet. Wenn es so ernst ist, dass ich bis dahin übersperren muss, dann werden wir das nicht tun, haben wir die zweite Turmstraße mit den zwei Verbänken, die Jahre gedauert haben, bis dahin was frei geworden ist wieder. Und das kann es doch nicht mehr sein, was hier los ist. Deswegen meine Frage nochmal dazu,
ließ es sich hier nicht, außer den wenigen Worten, die hier zugesagt wurden, eine Beschleunigung. Und das, was der Mann hier anruft, was seine Sparung will, doch lächerlich werden. Wo leben wir denn? Da weiß er auch, wo er seine Immobilien hinher schiebt. Das ist doch nicht der Einzige. Und das ist sicherlich das einfachste Objekt, was sie haben. Das mag man doch im Kaufhaus wieder lehren, was das für Immobilien heilt sind schon inzwischen. Und das zeigt sich immer mehr ab und die Kleinstädte, auch die Großstädte leiden in Größenordnung darunter in allererster Linie die Bürger und der Verkehr dieser Stadt. Und die Stadträte und der Bürgermeister fängt das ab, aber lässt sich hier nicht etwas anderes regeln. Und im konkreten Fall, zumindest ein kleiner Schritt, dass dort der Fußgängerdurchgang als mindestens gesichert ist und der Radfahrer durchfahren können. Danke, Ende. Ich habe es deswegen zu kurz gehalten, weil ich nichts anderes dazu sagen kann. Die Ersatzvornahme läuft bereits. Wir befinden uns in einer Ersatzvornahme, wo die Stadt allerdings aufgrund, weil es uns ja alle betrifft, diesen Druck mit zum Landratsamt weitergibt. Das Landratsamt ist in der Ersatzvornahme und der Eigentümer hat die Aufgabe und hat sie auch angenommen. Und da gibt es Fristen zu wahren und so weiter und so fort. Und ich weiß, das ist zwar für viele nicht nachvollziehbar und ich habe meine Probleme ebenfalls damit, mit gesundem Menschenverstand, dass da immer wieder Fristen von vorne beginnen, wenn man geschrieben hat, dass das zu machen ist. Dann muss man wieder warten, dann gibt es Widerspruch, dann gibt es das und so weiter und so fort. Ich weiß, das nervt mich hier genauso. Weil ich genauso davon betroffen bin, wie jeder andere Bürger der Stadt Weiler auch. Aber ich muss mich auch an diese Rahmenbedingungen halten und im Moment hat die Hoheit das Landratsamt in Greiz und ich versuche dort mit den Kollegen vernünftigerweise zusammenzuarbeiten, damit wir eine Lösung finden. Es hängt nicht damit zusammen und es bringt uns gar nichts, wenn wir diese Eigentümer, die nicht in Deutschland leben oder wohnen oder sich aufhalten, einfach überrollen. Es gibt keine gesetzlichen Möglichkeiten, das zu tun. Denken Sie bitte an den Dornberg, da ist bis heute der Eigentümer nicht gefunden. Und die Gebäude wären eingestürzt, wenn der Werner Bayer nicht gehandelt hätte. Er hat sich den Zorn zugezogen und unendlich viel Beleidigung. Aber was würde man denn machen, wenn dort jetzt nur noch der Schutt liegen würde? Und so würde es sein bei all denen, und da zähle ich nicht nur Leute, die im Ausland wohnen, es wohnen auch Leute in der näheren Umgebung und teilweise in Weida, die ihre Häuser nicht in Schuss haben. Dass immer wieder die angesprochen werden, die ihre Häuser in Schuss halten, wenn man was nicht hinhaut und so weiter, das ist doch klar. Die finde ich ja, die sind ja da, die reagieren ja auch drauf. Aber diese wenigen sind die, die uns alle das Leben hier erschweren. Und nicht jeder ist einsichtig und kommt seinen Verpflichtungen nach. Es ist aber auch traurig, und da hat ja der Herr Köln gesagt, dass es nicht nur weiter betrifft, dass man in Deutschland nicht in der Lage ist, ein Gesetzgebungsverfahren so aufzubauen, dass mal was für die Bevölkerung, für die Republik rauskommt. Und das ist nicht das Einzige, woran es hapert. Und Sie haben am kommenden Sonntag ja die Möglichkeit, hier für die Zukunft zu wählen. Und da sollte man schon genau überlegen, was man macht und wie man es macht. Aber wählen sollte man gehen, wenn ich das noch dazu sagen darf. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Und Frieder, wir können uns gerne auch telefonieren, wenn ich was weiß, sage ich das. Aber im Moment geht es nicht anders. Von der Demonstration vom Landratsamt aus. Dann ist doch dann mobilisieren. Guten Tag, Herr Hoppe, sehr gleich hintergekommen. Sie hatten mich gerade auf den Stichpunkt Schupf gebracht. Stimmt es, dass die Stadt Weiler der Vermieter ist von der großen Wohnungsbauanlage in Kerfenbrück? Kerfenbrück, Ortseingang rechts. Domäne. Wie bitte? Die Domäne. Genau. Ja. Sie sind der Vermieter, also die Stadt Weiler. Die Stadt Weiler. Genau. Ich war doch von der Mieterin vor kurzem erst angesprochen, wann sich doch endlich was tut.
Seit 20 Jahren ist es fast nichts geschehen. Das Treppenhaus sieht bis auf den Rohbauzustand. Der zweite und dritte Stock sind noch nicht fertig. Also man kann die Balkone nicht benutzen. Der Hauseingang steht an dem blauen Unterwasser, den die nette Frau richtig hatte. Und der Keller steht nach Regen regelmäßig unter Wasser, dass er ausgepumpt werden muss. Wann wollen Sie als Vermieter dieser Familien endlich die Sanierung oder den Ausbau vorantreiben? Es sind viele Baustellen bei der Jahre. Also das, was Sie gesagt haben, ist mir schon länger bekannt. Ich war auch vor Ort. Ich habe mit der Frau auch selber schon gesprochen. Und Sie können sicher sein, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, hier was zu tun, wäre das passiert. Sie sehen, auch ich stoße an bestimmte Grenzen. Ich weiß, dass dort nicht alles hinhaut. Ich weiß aber auch, dass es nicht ganz so ist, wie es dargestellt wird. Ich weiß eins, dass diese Wohngemeinschaft aus Mietern das eigentliche Problem ist und nicht unbedingt immer die Umstände, die jetzt dargestellt werden. Das heißt, jeder Mieter in so einem Haus hat auch Rechte und Pflichten. Und wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt, wenn ausgerechnet die älteren Bürger, die dort wohnen, mehr oder weniger der Einzige sind, die diese Pflichten oder den Pflichten noch nachgehen, und Jüngere, die viel Zeit haben, das nicht tun, dann ist dort schon ein Grund zu sehen. Aber Sie können sicher sein, auch dort werden wir was tun, wenn wir in der Lage sind, das baulich und personell abzusichern. Das wurde mir genauso berichtet, auch mit diesen Pflichten, dass es ältere Leute sind, vor allem die dem nachgehen. Die Frau wirkte nur sehr, sehr traurig. Ich habe sie in Kräftenburg getroffen, sie hat mich halt angequatscht und hat gesagt, ja, okay, ich lasse mal anbringen. Also, ob der Stadtrat mal dazu entschließt, irgendwie Eigenmittel aufzubringen oder auf die Stadt, weil sind sie nicht der Vermieter. Also, ja. Okay. Gut. Es ist nicht vergessen, ich bleibe dran. In Ordnung. Sie wird sich freuen. Danke. Gebt es weiter. Warum nicht? Also mein Name ist Lars Kaufmann, ich bin Anwohner der Rathenaustraße in Weida und wir haben vor knapp 3 Wochen an die Stadtverwaltung und an Bürgermeister einen Brief geschrieben, weil die Umstände des Straßenverkehrs dort relativ schlimme Ausmaße annehmen. Die Rathenaustraße hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert, es sind viele kleine Kinder dort zugezogen. Vorher waren es vorrangig ältere Leute, die da gewohnt haben, die sind, ich sage jetzt mal, verstorben oder haben die Häuser verkauft. Dadurch hat sich das Umfeld ein bisschen geändert. In der Rathenaustraße gibt es keine Bürgersteige. Und auch geschuldet der Baustelle, die jetzt gerade im Moment uns ein bisschen zugute kommt, weil seit gestern ist es wieder gesperrt, dann war es wieder offen, jetzt ist es wieder gesperrt, hat sich das ein bisschen beruhigt. Aber grundsätzlich wird es halt sehr als Landstrecke genutzt. Wir waren dort in Kontakt mit dem Ordnungsamt, die Frau Drath hat uns da auch schon ein paar Sachen gesagt und erzählt. Für mich ist ganz wichtig, dass wir hier nochmal vortragen können, vor allem vom Stadtrat, wie wichtig es ist, dort eine Verkehrsberuhigung grundsätzlich stattfindet, weil uns das einfach ganz wichtig ist. Wir haben dort keine Bürgersteige. Das Kind, was dort aus dem Eingangsbereich auf dem Grundstück raussteht, steht unmittelbar an der Straße und es ist schwierig geworden. Und viele Bürger haben uns schon angesprochen, der Helge Reichenbach fährt relativ häufig dort entlang, der wohnt dort nicht. Aber auch der hat uns gesagt, ja Mensch, hier fahren sie ja manchmal wie die Wilden, ich muss ja da auch vorsichtig sein. Und aus dem Grund bin ich heute mal hier, um das mal persönlich vorzutragen. Was vielleicht noch so ein bisschen dazu kommt, ist, dass das ja auch ein Stück weit ein Schulweg ist. Die ganzen Kinderheimkinder, die gehen dort in die Schule lang. Und dann heißt es, es gibt ja öffentliche Schulwege, das wurde mir auch angetragen, dass das ja nicht nur offizieller Schulweg ist, aber unsere Kinder zum Beispiel, die müssen ja zu dem Schulweg gelangen, den sie gehen sollen. Und dazu müssen sie zwangsläufig die Straße lang gehen, weil liegen können die ja nicht. Und das würde mich noch interessieren, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe das gesehen mit dem Tagesordnungspunkt der Tempo-30-Zone, obwohl ich persönlich sagen kann, ich denke, dass an der Stelle Tempo 30 noch zu schnell ist, dass es vielleicht irgendeine Beruhigung geben muss. Wir hatten uns hier geschrieben, dass wir uns freuen würden über den verkehrsberuhigten Bereich, es gibt bestimmte andere Möglichkeiten, dass da Bewegung in dem ganzen Thema ist, das haben wir auch erfahren, da freuen wir uns auch drüber, aber wir wollten es halt hier vom Stadtrat nochmal anbringen, wie
ernst uns die ganze Geschichte, das ist wirklich mal hier. Ich sage mal so, das ist jetzt zur Kenntnis genommen, wir haben einen Tagesordnungspunkt, wie Sie ja schon erwähnt haben, worüber wir heute abstimmen werden. Da geht es aber nur um den Tempo-Teilchen-Zone, ja. Der stellt für das gesamte Gebiet, so wie ich das erfahren habe, wenn das stimmt. Ja, das geht vorrangig darum, wenn sich auch einfach darüber vielleicht mal Gedanken gemacht wird, dass wir diesen Bereich, wo eben gar keine Bürgersteige sind, wo es wirklich gefährlich ist, ob man es einfach mit auf die Tagesordnung nimmt und sagt, hey, den gucken wir uns nochmal an. Durchaus möglich. Das Problem ist, ich will das jetzt nicht schon wieder anderen Leuten zuschieben, aber zuständig ist die Straßenverkehrsbehörde. Das ist in Weida so, weil wir so eine kleine Kommune sind. Und die hat schon eine Ortsbegehung stattgefunden mit der Behörde, mit der Polizei. Und die haben entschieden, dass es so wird, werden soll, wie es heute in der Vorlage ist. Man kann das durchaus noch machen, kein Problem. Ob sie es dann noch mal ändern, weiß ich nicht. Ich denke, ihr habt es gekriegt, alle. Das sollten ja eigentlich alle. Ja. Bekommen? Da haben wir es. Ja. Okay. Gut. Das war's. Gibt es weitere Anfragen? Entschuldigung, ich muss noch mal nachhaken. Ich hatte vorhin eine Frage gestellt, auf die nicht geantwortet wurde. Darf ich noch mal eine Erinnerung rufen? Und zwar am 1. Juli haben wir eine Unterschriftsliste übergeben, zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Thüringen. Ich wollte gerne wissen, was mit dieser Liste passiert ist oder ob etwas geschehen ist dazu. Also ich weiß eins, dass ich diese Liste nicht habe, weil ich habe sie auch am 1. Juli nicht bekommen. So. Peter Stadtrat. Verkehr sind, will ich noch ein Kind in den Bühnen zurückgießen. Und zwar geht es, also mich haben Anwohner angesprochen, mehrere über die Wiesestraße und natürlich die Straße der Jugend, das ist also immer zusammenhängend. Wiesestraße, Vincentstraße, Einfahrt, Friedrichsdorfstraße, katastrophaler Zustand. Das sind die Autos bis vorne an der Kreuzung parkend, stehen dort. In der Straße der Jugend ebenfalls. Jetzt wäre meine bzw. unsere Frage, welche Möglichkeiten hat die Stadt da einzugreifen, tätig zu werden? Weil es geht ja darum, dass in der Wiesenstraße zum Beispiel, oder Straße der Jugend ebenfalls, dass da ja die Grundstücke anliegend zu dieser Wohnanlage der AWG gehören. Kann man da jetzt zum Beispiel versuchen, die AWG mehr oder weniger drängen, dass die Stellplätze zur Verfügung stellen? Nachfolgend, wenn ja, ob dann die Anwohner dann darauf dann ihre PKWs stellen und dann rein verkehrsrechtlich gesehen später dann mal Kontrollen durchgeführt werden. Also irgendwo müssen wir jetzt hier mal eine Lösung finden, weil es ist kein Zustand. Also ich bin selbst schon öfters noch vorbeigefahren, heute wieder, weil heute hat mich wieder jemand angesprochen und gedacht, jetzt fährst du nochmal auf, unmöglich. Man guckt noch nicht mal vor bis an die Kreuzer ran, um den Bereich einzusehen. Man muss ja mal gucken. Vorfahrtsregelung und so weiter. Also da würde ich dringend Abhilfe schaffen. Ich meine, Verkehrsregelung hinsichtlich Geschwindigkeitsbegrenzung, alles schön und gut. Bin ich auch sehr dafür, gerade da oben hoch in der Ecke. Muss sein, weil wir wissen ja alle, es gibt Idioten, die passen gar nicht auf Gas geben, Bleifuß und so weiter. Aber diese Sache muss auch geklärt werden. Also das ist für meine Begriffe ein unheimbarer Zustand. Dankeschön. Das Thema mit den Parkproblemen dort in dem Bereich ist uns bekannt. Es hat sich auch gehäuft in der letzten Zeit. Die Möglichkeiten, die wir haben, ist eine verstärkte Verkehrsüberwachung, vor allem in den Abendstunden. Das haben wir auch so vorgesehen in nächster Zeit, auch mit Unterstützung der Polizei teilweise, weil es eben meistens auch in den Abendstunden stattfindet. Vormittagsbereich sind alle auf Arbeit.
da haben wir dieses Problem nicht, aber in den Abendstunden häuft sich's und so wie man sieht, lernt man eben nur, wenn man bestraft wird. Und das werden wir auch angehen. Von daher ist das die einzige Möglichkeit erstmal, die uns bleibt. Also sprich, Halteverbot ist nicht, kann man nichts machen hier. Das müssen wir auch einzeln sicherlich immer prüfen und das momentan eben auch durch Baumaßnahmen teilweise in schlechter Zustand ist, durch die aufgefrästen Bereiche, kommt natürlich auch noch hinzu, dass die Leute auch sehr verärgert sind und dann auch manchmal einen Zustand vorfinden, was für alle nicht gerade angenehm ist. Aber die Baufirmen versuchen natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das so zu unterhalten, dass es verträglich ist. Aber gerade in Kreuzungsbereichen, wo angefahren wird oder wo eben auch eingelenkt werden muss, da tun sich eben auch die Steine locker, ne? Was jetzt, sage ich mal, nicht ganz befestigt ist. Es ist ein vorübergehender Zustand, wird dann wieder hergestellt und wir müssen eben alle ein bisschen um Verständnis bitten für diese Bauphasen. Bei den Informationen des Bürgermeisters hätte ich mir noch ein paar Informationen gewünscht zu Dingen, die auch von allgemeinem großen Interesse sind. Vor dem Gebäude die Spitalbrücke, wie ist da der Stand der Planungen? Zugehörige Kosten, bleibt man am Rahmen des Ausschreibungsverfahrens, Zeiten und Fristen, gibt es da schon neuere Erkenntnisse, wann mit Baubeginn zu rechnen sein könnte und wie lange man sich gegebenenfalls hinzieht, also wie weit ist da der Verfahrensstand. Dann zu der Baustelle, um nochmal gleich da anzuknüpfen, war auch so ein Punkt, diese Baustellenbegehung, Breitbandausbau. Wir haben gerade vor dem Kino einen Verteilerkasten. Seit gefühlt 2 Monaten ist das Muffenloch davor offen. Wäre vielleicht auch mal notwendig, dass das irgendwann mal wieder weitergeht und zugemacht wird. Es ist nicht erkennbar, dass da irgendwelche Aktivitäten stattfinden. Also solche Dinge, dass man die Einschränkungen nicht noch weiter einschränkt, sondern irgendwann auch mal ein paar Baustellen beseitigt. Und das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt nur Telekom-Sache, sondern da haben wir schon Einfluss drauf und können danach haken und nachgehen. Dann zur Poststraße. Die Poststraße sollte eigentlich immer irgendwo von einer Richtung befahrbar sein, das ist sie nicht. Da wäre es eigentlich schön, jetzt mal ein paar definitive Termine zu erhalten, wann wird was wieder wo offen und befahrbar sein. Weil es zieht sich doch schon sehr, sehr lange, also die ursprünglich angepeilte 20. KW ist deutlich vorbei. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Beiter, sehr geehrter Herr Seifer. Also zu den einzelnen Punkten, Stand Hospitalbrücke ist der Stand der, dass wir ja einen Antrag gestellt haben, um in dieses Rahmenprogramm für diese Fördermaßnahme aufgenommen zu werden. Der Bescheid liegt seit 3 Wochen vor, dass wir in diesem Jahresrahmenprogramm für derartige Fördermaßnahmen aufgenommen wurden. Weitere Vorgehensweise ist die, dass wir jetzt eine Frist haben, bis zum 31.12. einen Fördermittelantrag zu stellen, einen qualifizierten auf Grundlage einer Genehmigungsplanung. Dazu ist das Planungsbüro, was wir beauftragt haben, von unserer Seite angehalten. Dazu gibt es Termine, wann diese Unterlagen einzureichen sind. Es laufen Abstimmungen mit den Trägern öffentlicher Belange, Zweckverband etc. Alles, was im Rahmen dieser Maßnahme relevant wird. Abhängig dann ist dann diese Thematik Zuwendungsbescheid. Geplant ist jetzt der Baubeginn, insofern wir einen positiven Zuwendungsbescheid bekommen. Möglicherweise Ende erstes Quartal, vielleicht aber auch später, wie gesagt, das hängt alles jetzt ein bisschen ab, wie sich das mit dem Zuwendungsbescheid verhält, 2022 und nach derzeitigem Stand ist mit einer Gesamtbauzeit von ungefähr einem Jahr ausgehen. Schließen Kopflöcher Breitband, das ist sofern richtig. Es gibt außer dem Kopfloch hier vorne noch einige andere Kopflöcher beim Thema Breitband. Hintergrund ist aber der, dass das, was wir derzeitig noch aus diesen Kopflöchern an Leitungen rausschauen sehen,
nicht die eigentlichen Glasfaserkabel sind, sondern letztendlich weiter nichts wie PVC Leerrohre. Und die Firma, die durch diese Leerrohre mit einem ja, mehr oder weniger doch ein bisschen komplizierten Druckluftspülverfahren diese Glasfaserkabel durch diese Leerrohre schießt, die ist eine Firma, die sehr gefragt ist und die sich der ganzen Sache nicht in mehreren kleineren Abschnitten annimmt. Die kommt einmal, bläst dann durch alle Trassen, die jetzt hier in unserem Gebiet in dieser Fördermaßnahme verlegt wurden, durch alle Trassen quasi die Glasfaserkabel. Wenn das erfolgt ist, können auch an diesen ganzen Verteilerkästen die entsprechenden Anschlüsse hergestellt werden und auch dann erst die Kopflöcher verschlossen werden. Bis dahin müssen wir halt mit der Situation, wie es jetzt ist, noch leben, aber nach derzeitiger Terminierung, wie ich sie kenne, sollte es aber alles bis auf alle Fälle Jahresende abgeschlossen sein. Poststraße, Befahrbarkeit der Poststraße, also kommt darauf an, wie man das jetzt auslegt, befahrbar ist die Poststraße ja. Die Befahrbarkeit oder auch die Begehbarkeit für die ganzen Anlieger, KW 20, habe ich jetzt nicht genau im Blick, ob das eingehalten wird. Auf alle Fälle ist die ja schon seit einiger Zeit befahrbar und begehbar. Die Poststraße für den öffentlichen Verkehr freizugeben, das kann ich jetzt so nicht in Aussicht stellen, jedenfalls nicht, solange noch im Nonnenhof gearbeitet wird. Hintergrund ist ganz einfach die Tatsache, dass die Baufirma, die dort arbeitet, am Ende die Baustelle im Nonnenhof von zwei Seiten bedienen muss. Einmal die Seite oben über die Kloster, also an der Klosterschenkel vorbei rein. Es muss aber parallel dazu die Pflasterarbeiten, dann, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, weiter vorangetrieben werden. Das heißt, dass die Baustelle auch über die Zufahrt Markt in die Poststraße rein weiterhin bedient werden muss. Das wiederum würde bedeuten, wenn man die Poststraße freigeben würde, denn für einen öffentlichen Verkehr, dass es gerade auf diesem Streckenabschnitt Markt bis Einfahrt Nonnenhof zum Begegnungsverkehr kommen würde, mit den Baustellenfahrzeugen und aber auch dem öffentlichen Verkehr, was so aber nicht geht. Und wir auch dazu keine öffentliche Verkehrsfreigabe bekommen. Für gewisse Anlieger, gerade dem Abschnitt Marktstraße bis zum Nonnenhof, die dort unmittelbar betroffen sind, die dort tatsächlich auch Garagenausfahrten haben und ihre Autos dort abstellen wollen und müssen, haben wir für vereinzelte Anlieger da, ich sage jetzt mal so Insellösungen gefunden. Natürlich, weil die Straße nicht freigegeben ist, ein Stück weit ohne Gewähr, also diejenigen nutzen das schon ein bisschen mit eigenem Risiko. Sollten Sie mal bei der Nutzung mit Ihrem PKW eine Palette übersehen, dann ist es halt Haft oder Schaden desjenigen. Also eine offizielle Verkehrsfreigabe kann es von unserer Seite nicht geben. Die vergleichbare Lösung streben wir für Anlieger an von dem Abschnitt Gerbaustraße bis Einmündung Nonnenhof. Jedenfalls mindestens für die, die dort mit Garagen ein- und ausfahren anliegen. Da ist es so, dass eigentlich der Baubetrieb angehalten war, dieses schon längst umgesetzt zu haben. Wie ich jetzt gesehen habe, ist da aber irgendwie als Material der Asphalt nicht gereicht. Also meine Kollegin ist entsprechend von mir instruiert worden, das bei der beauftragten Firma da nochmal nachzuhaken, dass wir zumindest auf diesen Beipass, die ein bisschen unkonventionelle Unterstützung der Anlieger dann entsprechend gewährleisten können. Fragen soweit. Gut, gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich diesen Tagesordnungspunkt abschließen. Ich habe auch mit Absicht gewartet, weil ich dachte, nach den vielen Anfragen berechtigt und natürlich auch eine oder andere Kritik berechtigt, hätte ich dann mit etwas Positivem hier abgeschlossen. Im Namen des Vorstands spreche ich hier ein paar Worte an die Weitschen, an die Verwaltung, an die Stadträte und mache das sehr gerne. Weiter hatten wir am Sonntag mal wieder ein großes Event erfolgreich durchgezogen mit einem Weltrekord, Mensch ärgere dich nicht. Über 2000 Spieler wurde schon angesprochen und dazu kamen noch ca. 400 Zuschauer. Wir als Vorstand sind auch heute noch mit ein bisschen Abstand betrachtet und Abarbeitung aller nachträglichen Arbeiten recht sprachlos und begeistert. Von der Unterstützung aller, von den Reaktionen
dafür hergekommen sind, natürlich in Verbindung eventuell Familie zu besuchen, aber es war schon phänomenal. Nach 1999, 2010 ist weiter 2021 nun wieder einmal ein Weltrekordhalter. Eingebettet in das Event fanden wir auch eine super Idee, war die Ehrung der Reiterer Kuchenfrauen, die vor 14 Tagen vorher, am 4. November, ihren Wettbewerbskuchen gebacken hatten. Und da gratulieren wir auch als Verein recht herzlich zum Platz 1 der Lara Enke vom Kirschkaffee, Platz 2 der Konstanze Horn vom WCV und Platz 3 der Gerda Schwertling aus dem Verein Wir für Weiter. Es war eine ganz tolle Geschichte. Die Damen, die da waren, die haben sich natürlich auch sehr gefreut, in diesem riesen Rahmen da diese Urkunden zu bekommen. Und die Lara Enke durfte natürlich auch gleich ihres Amtes walten, indem sie die Verlosung über 180 Topola-Preisen durchgeführt hat. Sicher gibt es hier und da was zu verbessern, das muss man auch sagen, im Nachgang. Es war wirklich ein großes Ding und nicht alles ist natürlich vorher berechenbar. Es war zum Beispiel eins, wir haben uns Mühe gegeben, die verkehrsrechtlichen Anordnungen alles zu beantragen. Hat alles wunderbar geklappt. Wir haben vorher schon auch Anfragen der Anwohner gehabt, ja, tun Sie jetzt nicht wieder die Einfahrt alle zuparken, berechtigterweise. Dem wollen wir uns nicht vorbeugen, indem wir Parkverbotsschilder überall hingestellt haben. Der Freibad-Parkplatz sollte der Parkplatz werden. Hat funktioniert, aber möglicherweise Parkwitzer Weg statt einwärts stand dann doch ein paar. Aber wie ich auch von den Anwohnern erfahren habe, war zumindest durch unsere Ordner die Einfahrten, Ein- und Ausfahrten der Anwohner gewährleistet. Und daher werden wir das nächste Mal dann vermutlich noch ein bisschen mehr darauf achten. Der zweite Punkt, der ist uns sehr oft angetragen worden, war natürlich auch ein bisschen dem Wetter verschuldet. Bürgermeister hat es auch schon mal kurz angesprochen. Glühwein hat gefehlt. Hätte man nicht gerechnet im September damit, aber das nächste Jahr muss man berücksichtigen. Jeder, der am Sonntag auf dem Roten Hügel war, hat natürlich auch gesehen, dass eine Veranstaltung natürlich auch für so einen Verein wie unseren nicht alleine zu stemmen ist. Es war ein perfektes Zusammenspiel aus von verschiedenen Playern. Und hier muss man auch wieder sagen, da war auf jeden Einzelnen 200% Verlass. Und nur so hat es so geklappt, wie es dann auch letztendlich umgesetzt wurde. Und daher gilt als erstes erstmal vielen Dank an die Einwohner der Stadt, an alle unsere Gäste und ohne euch alle hätte es auf alle Fälle nicht geklappt. Und wir sind ganz stolz, dass ihr da wart und dass ihr Spaß hattet mit der ganzen Familie. So, jetzt komme ich eigentlich zu dem Wesentlichen. Wir wollen hier öffentlich Dank sagen an alle Unterstützer und hier geht es auch an die Stadt weiter, an die Mitarbeiter der Verwaltung, die uns hier wirklich massiv unterstützt haben, Tipps gegeben haben, die Fäden ein bisschen gesponnen haben in die richtige Richtung, das was sehr positiv ist. Wir sagen Danke den Mitarbeitern des Bauhofs für den Aufwand, das Stellen der Hütten, die deutlich hunderte Meter Kabel, würde ich behaupten, die gelegt worden sind. Auf- und Abbau haben sie mitgeholfen. Und hier muss man dann auch wieder sagen, weil es nachher noch zur Sprache kam, das Thema Haushalt haben wir hier schön im Schiff. Also ohne finanzielle Mittel, wir haben Hilfe bekommen. Und hier nochmal herzlichen Dank an den Heiko Goldham, an den René Reinicke vom Bauhof, der teilweise dann nach Feierabend auch mit Sohn geholfen hat, an den Sven Müller, der hier wirklich über Monate auch sich bei rausgerissen hat. Und immer im Ehrenamt, möchte ich nochmal betonen. Der Bürgermeister war auch mit dem Organisationskomitee, hat auch hier viel dazu beigetragen. Vielen Dank. Und hier muss ich auch wieder sagen, kann man bestätigen, unsere Sitzungen waren immer abends oder am Wochenende. Als zweiter natürlich ganz klar der Landkreis Greiz. Bearbeiterinnen, mit denen ich zu tun habe, sei es das Gesundheitsamt, sei es das Verkehrsbehörde, sei es das Gewerbeamt, waren alle sehr hilfsbereit, haben uns weitergeholfen und nur so hat es auch funktioniert. Als drittes, die Kameraden und die Kameradinnen oder Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr,
vielen, vielen Dank. Und hier darf ich auch gleich mal erwähnen, ich weiß nicht, sind Sie noch da? Ja, teilweise ja. Die haben am 1. Juli-Wochenende 2022 ein großes Fest. Sind es 160 oder 150 Jahre? 60. 160 Jahre. Feuerwehr an Weida. Auf uns könnt ihr euch verlassen und wir werden für euch da sein. Das darf ich schon mal so aussichten. Natürlich die Kameraden und Kameradinnen vom Partnerregiment in Gera, die waren auch zum Aufbau und zum Abbau da. Natürlich allen Sponsoren und Unterstützern, stellvertretend dafür die Sparkasse der Herr Kreitz, Schmidt-Spiele, die uns sehr viele Spiele zur Verfügung gestellt haben, die wir natürlich dann auch entsprechend, wie wir es schon veröffentlicht haben, auch gemeinnützigen Einrichtungen, Kinderheimen, Schulen, Kindergärten zur Verfügung stellen. Wir bedanken uns recht herzlich bei dem GNH Autohaus, Plakatzentrale Hendrik Roland, der eine wahnsinnige Arbeit gemacht hat, Federweiser, Treibmann, Inscheu, die Golfgangstelle, das Reisebüro Fischer und viele, viele, viele mehr. Danke an andere weitere Vereine, die tatkräftig zugegriffen haben oder geholfen haben, wie zum Beispiel die Frauen der Fundgruppe, die unsere Feuerwehrkameraden und unsere Bundeswehrkameraden und uns alle verpflegt haben mit leckeren weiteren Kuchen, den wir vermutlich dann auch spätestens nächstes Jahr zum Kuchenmarkt oder Kuchenfest wieder kosten können. Vielen Dank auch den Mitgliedern von Verein Wir für Weida und die Modelleisenbahnclub in Weida. Besonderer Dank, und das werde ich mal ganz toll auch hervorheben, gilt an den Moderator an diesem Tag, an Andreas Kulsch, der für immer für gute Informationen und gute Unterhaltung gesorgt hat und der zumindest derjenige war, der wirklich immer den Überblick behalten hat, auch wenn es mal ein bisschen stressig wurde. Vielen Dank, lieber Andreas, wenn du das siehst. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ausdrücklich muss ich mich natürlich und unseren Frauen und Männern bedanken, die viele, 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 viele Stunden auf uns verzichtet haben in der Zeit, wo wir vorbereitet haben und nachbearbeitet haben. Ja, und was mit dem Dank eigentlich schon. Nee, eins habe ich noch. Zum Abschluss vielleicht noch ein ganz kurzes Wort über vielen Dank für die positive Berichterstattung in allen Medien. Danke der OTZ. Und sehr geschmunzelt haben wir über einen Artikel bei Facebook. Da wurden unsere Frauenmannschaft sehr gelobt. Oder besser gesagt, das Äußere und die Herzlichkeit. Ist er da? Das Nebel habe ich doch bestimmt gesehen. Ja, da ist er. Vielen Dank. Also das kam sehr gut an. Überragend. Aber an dieser Stelle sei noch der Hinweis gestattet, dass wirklich zum Schluss, wir haben natürlich auch noch eine ganz tolle Männermannschaft, wir haben viele Kids und Jugendmannschaften, die sind natürlich auch über jeden zu freuen, aber natürlich auch jederzeit gerne bei der Frauenmannschaft. Vielen Dank an alle. Das soll es auch gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Danke euch für diesen Beitrag ins noch anfangen. So, wenn das nicht der Fall ist, möchte ich diesen Tagesordnungspunkt abschließen und komme jetzt zu den Beschlussvorlagen. Beginne mit der 066-7/2021. Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weida für das Haushaltsjahr 2021. Sach- und Rechtslage. Rechtsgrundlage für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist der § 60 Thüringer Kommunalordnung. Danach hat die Stadt gemäß den Bestimmungen des § 60 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 TKO zwingend eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn eine der dort genannten Voraussetzungen erfüllt ist. Des Weiteren steht es der Stadt frei, jederzeit eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, sofern dies für erforderlich gehalten wird. Die Stadt Weida hat die Möglichkeit der Erarbeitung eines ersten Nachtragshaushaltes genutzt, um unter anderem allgemeine Anpassungen durch die bis dato angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in einzelnen Haushaltsstellen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt einzuarbeiten. So werden unter anderem mehr Mittel für die Umrüstung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr Weida, für den Ausbau des Dachgeschosses der Schlosswache, für den Ausbau der Kindertagesstätte Sonnenschein in Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates vom 11.05.2021
der Sicherung des Objektes Kreizer Straße 3 sowie für die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet in den Nonnenfeldern benötigt, die nun mit dem Nachtragshaushalt zusätzlich aufgenommen werden. Eine Erhöhung der Haushaltsansätze wird außerdem für die Sanierung der Friedhofsmauer, die Sanierung der Stützmauer Mozartstraße sowie die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof, Beschluss des Stadtrates vom 1.7.21, vorgenommen. Neu wird in den Vermögenshaushalt des Nachtragshaushaltes die Umsetzung der Klimarichtlinie für Thüringen aufgenommen, wonach pauschale Finanzmittel für Klimaprojekte generiert werden können. Mit diesen Mitteln soll die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Beleuchtung weiter vorangetrieben werden, womit sich in den Folgejahren gleichzeitig Energiekosten einsparen lassen. Darüber hinaus werden zusätzlich Mittel für die Herstellung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Schlossmühlenweg eingestellt. Der Erwerb des Salzsilos wird ebenfalls neu in den ersten Nachtragshaushalt aufgenommen. Diesem Erwerb stünde der Stadtrat bereits am 1.7.2021 mehrheitlich zu. Durch die unter anderem zu erwartenden Mehrausgaben und darüber hinaus zum Teil neu aufzunehmenden Haushaltsansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bestand für die Stadt Weida in Summe die Pflicht zur Erstellung eines ersten Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021. Der erweiterte Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt mehrheitlich die Beschlussfassung des ersten Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates beschließen, die erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weida für das Haushaltsjahr 2021 in der vorliegenden Fassung. Finanzielle Auswirkungen. Durch den ersten Nachtragshaushalt für 2021 werden verschiedene Haushaltsansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entsprechend angepasst, erhöht oder vermindert, oder darüber hinaus in Ansätzen gänzlich neu festgesetzt. Gibt es dazu Redebedarf? Ich denke, es wurde ja in den Ausschüssen sehr ausführlich diskutiert und besprochen. Gibt es jetzt grundsätzlich dazu noch eine Meinungsäußerung? Wenn das nicht der Fall ist, bitte ich um Abstimmung. Wer dieser Vorlage zustimmen kann, bitte ich um das grüne Kärtchen. Gibt es Gegenstimmen? Eine? Enthaltungen? Zwei. Mehrheitlich, denke ich. Danke. Ich komme zur Beschlussvorlage 067-7/2021 betreff Jahresrechnung 2020 der Stadt Weida für das Haushaltsjahr 2020. Sach- und Rechtslage. Gemäß § 80 Absatz 2 TKO ist nach Erstellung der Jahresrechnung diese dem Stadtrat vorzulegen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Beschlussfassung, sondern lediglich um eine Information hinsichtlich des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020. Erst nach erfolgter Prüfung der Jahresrechnung 2020 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Greiz und den Vorliegen des Prüfungsberichtes sind Beschlüsse zur Feststellung der Jahresrechnung und zur Entlastung des Bürgermeisters für das geprüfte Jahr zu fassen. Trotz der Corona-Pandemie und aller damit verbundenen Schwierigkeiten verlief das abgeschlossene Haushaltsjahr 2020 für die Stadt Weida positiv. Mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben in Höhe von 12.221.148,84 € wurde der Verwaltungshaushalt im Jahr 2020 abgeschlossen. Für den Vermögenshaushalt lag das bereinigte Ergebnis in den Einnahmen und Ausgaben bei 3.584.517 €. In den bereinigten Ergebnissen sind die übertragenen Finanzmittel in Form von Haushaltsresten sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt enthalten. Markante Zahlen für den Jahresabschluss lassen sich unter anderem unter Zuführung von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt finden, welche im Jahr 2020 mit einem Betrag von 1.349.518,29 € vollzogen werden konnte.
Dies sind 568.418,29 Euro mehr als mit dem ersten Nachtragshaushalt 2020 geplant. Die höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt ist unter anderem durch geringfügige Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt bei der Konzessionsabgabe für Strom und Gas, der ersten Grundsteuer B sowie bei Gemeindeanteil der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer zu erklären. Darüber hinaus wurden im Jahr 2020 seitens des Landes Thüringen und des Bundes umfangreiche Stabilisierungszuweisungen ausgereicht, um die Haushalte der Kommunen in der Corona-Pandemie zu stützen. Des Weiteren konnte die Minderausgaben unter anderem beim Personal und bei der Bewirtschaftungskosten verschiedener Objekte sowie Minderausgaben in übrigen Haushaltsstellen mit der Jahresrechnung 2020 ausgewiesen werden. Für den Verwaltungshaushalt ist abschließend betrachtet festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Weida für das Jahr 2020 gesichert war und damit einhergehend eine freie Finanzspitze unter Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen werden konnte. Im Vermögenshaushalt konnte im Jahr 2020 unter anderem die Sanierung des Daches der Feuerwehr Hohenölzen, die Ertüchtigung der Elektroanlage auf der Osterburg, die Sicherung des Objektes Petersberg 8 abgeschlossen oder zumindest begonnen werden. Des Weiteren konnte im Jahr 2020 der erste Bauabschnitt der Wiedererrichtung des Gewerbegebietes Schlossmühlenweg und die Sanierung der Mauer des Friedhofes fortgesetzt werden. Aufgrund des positiven Haushaltsvollzuges mussten infolgedessen der allgemeinen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2020 keine Haushaltsmittel entnommen werden. Ursprünglich war geplant, zum Haushaltsausgleich einen Betrag von 282.500 Euro der Rücklage zu entnehmen. Vielmehr war es sogar möglich, 73.142,56 Euro der Rücklage zuzuführen, wonach sich zum 31.12.2020 der Bestand der Rücklage auf einen Betrag von 1.304.833,62 Euro erhöhte. Der gesetzlich geforderte Mindestbestand war somit erheblich gesichert worden. Ebenfalls gesichert. Die Kassenlage der Stadt Weida war am Ende des Jahres 2020 mit einem buchmäßigen Bestand von 1.231.215,33 Euro ebenfalls positiv. Der eingeräumte Kassenkredit musste dabei im Laufe des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen werden. Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2020 auf 6.408.395,32 Euro. Weitere Erläuterungen zum abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 sowie zu Abweichungen bei einzelnen Haushaltsstellen lassen sich dem Erläuterungsbericht, der zur Jahresrechnung beigefügt ist, entnehmen. Nach Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt mit dem Vorliegen des Prüfungsberichtes sind die Beschlüsse zur Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung des Bürgermeisters zu fassen. Finanzielle Auswirkungen keine. Okay, soweit zu dieser Information. Jetzt kommen wir zur Beschlussvorlage 078-7-2021. Gewerbegebiet Nonnenfelder. Restverschließung, Oberflächenentwässerung, Vergabe von Bauleistungen. Erweiterung Regenrückhaltebecken. Sach- und Rechtslage. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurden von 8 Firmen Vergabeunterlagen abgefordert. 6 Firmen haben zur Subvention ein Angebot vorgelegt. Nach Prüfung der Angebote durch das beauftragte Planungsbüro wird empfohlen, der Firma TTW Weida den Zuschlag zu erteilen. Der Bauverkehrs-, Umwelt- und Wirtschaftsförderungsausschuss und der erweiterte Haupt- und Finanzausschuss empfehlen die Beschlussfassung. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates mögen die Vergabe der oben genannten Bauleistung gemäß der Empfehlung des beauftragten Ingenieurbüros an die Firma TDW Tiefbau und Transport GmbH Weida Greifenbrücker Straße 30a zum vorläufigen Preis in Höhe von
171.817 € brutto beschließen. Die Stadtverwaltung wird zur Auftragserteilung bevollmächtigt. Gibt es dazu Redebedarf? Das ist nicht der Fall, ich bitte um Abstimmung. Wer zustimmen kann, bitte das grüne Kärtchen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig, danke. Beschlussvorlage Nummer 079-7/2021 betreff Ausbau Dachgeschoss Schlosswache, generationsübergreifendes digitales Begegnungszentrum Weiler, Vergabe von Bauleistungen Los 1, Brockenbauarbeit. Sachen und Rechtslage. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 9 Firmen beteiligt. Eine Firma hat zur Submission ein Angebot vorgelegt. Nach Prüfung des Angebotes durch das beauftragte Planungsbüro wird empfohlen, der Firma Vollrad Trockenbau GmbH aus Gera den Zuschlag zu erteilen. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates rügen die Vergabe der unten genannten Bauleistung gemäß der Empfehlung des beauftragten Ingenieurbüros an die Firma Vollrad Trockenbau GmbH Löhnitzer Straße 56C in Gera zum vorliegenden Preis in Höhe von 46.466,95 € brutto beschließen. Die Stadtverwaltung wird zur Auftragserteilung bevollmächtigt. Gibt es Redebedarf? Herr Seibert? Ja, der Ausbau der Schlosswache ist ja nun entgegen unserer Information, ich glaube von März war die gewesen, hat sich ja doch verteuert. Da ist erstmal die Frage, also wir haben glaube ich jetzt 35.000 € mehr im Nachtragshaushalt. 25, okay. Und 9 Firmen sind angefragt worden, nur eine hat abgegeben. Gab es irgendwelche Rückläufe, woran das gelegen hat? Ob Kapazitätsmängel, Baustoffknappheit oder vielleicht die Ausschreibung zu kompliziert? Sehr geehrte Damen und Herren, also Ausschreibung kompliziert, denke ich, kann ich nicht bestätigen. Es war eher der Tatsache geschuldet, dass es am Baumarkt generell Kapazitätsengpässe gibt. Es betrifft zum einen das Material, es betrifft zum einen Kapazitäten bei den Firmen, überhaupt erstmal ein Angebot zu erstellen. Nachfrage hat es auch manchmal daran gelegt, dass einfach die Firmen es mittlerweile oft nicht mehr schaffen, den Rahmen dort der Angebotsfristen, Angebotshändler legen. Manchmal wollen sie es auch nicht, weil sie auftragsmäßig schon so voll sind, dass sie es einfach nicht brauchen. Und ja, das ist jetzt eher so das Feedback, was wir hatten. Also mit 9 abgebrachten Firmen, denke ich, waren wir eigentlich auskömmlich unterwegs. Es war auch vorher, also wir haben ja die Auswahl bewusst getroffen. Wir waren doch eigentlich von mehr Angebotsabgaben ausgegangen. Aber wie gesagt, zum einen die Materialpreise, was es den Firmen schwieriger macht, zum anderen aber auch die im Moment sehr gute Auftragslage verbunden mit dem Kapazitätsmangel bei den Firmen, aber auch die mangelnde Kapazität, ein Angebot herzustellen in einer gewissen Frist, das war wohl der hauptausschlaggebende Grund, warum es nur ein Angebot gab. Cool, weitere Fragen? Dann bitte ich um Abstimmung. Nochmal. Ich bitte um Abstimmung. Wer dem zustimmen kann, bitte das grüne Kärtchen. Gibt es Gegenstimmen? Eine. Enthaltungen? Eine. Ja, wird angenommen. Danke. Beschlussvorlage Nummer 076-7/2021. Ausbau Dachgeschoss Schlosswache. Generationsübergreifendes digitales Begegnungszentrum Weiler. Vergabe von Bauleistungen, Los 2, Malerarbeiten. Sach- und Rechtslage. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 6 Firmen beteiligt. 3 Firmen haben zur Submission ein Angebot vorgelegt. Nach Prüfung der Angebote durch das beauftragte Planungsbüro wird empfohlen, der Firma Astermann und Burkhardt aus Mulsdorf, Teich Wolfsramsdorf, den Zuschlag zu erteilen.
der Bau-, Verkehrs- und Umwelt-, Wirtschaftsförderungsausschuss und der erweiterte Haupt- und Finanzausschuss empfehlen die Beschlussfassung. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates mögen die Vergabe der oben genannten Bauleistung gemäß der Empfehlung des beauftragten Ingenieurbüros an die Firma Astermann und Burkhardt Hauptstraße 53b in Molsdorf, Teich Wolfsramsdorf zum vorläufigen Preis in Höhe von 5.474,86 € brutto beschließen. Die Stadtverwaltung wird zur Auftragserteilung bevollmächtigt. Gibt es dazu Redebedarf? Nicht der Fall, ich bitte um Beschlussfassung, bitte die grüne Karte bei Zustimmung. Gibt es Gegenstimmen? Eine. Enthaltungen? Eine. Danke. Mir hat es keine. Beschlussvorlage Nummer 077-7-2021 betreff Ausbau Dachgeschoss Schlosswache, generationsübergreifendes digitales Begegnungszentrum Weida, Vergabe von Bauleistungen, Los 3, Boden, Bedarfsarbeiten. Sach- und Rechtslage. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 6 Firmen beteiligt. Eine Firma hat zur Submission ein Angebot vorgelegt. Nach Prüfung der Angebote durch das beauftragte Planungsbüro wird empfohlen, der Firma Schatz aus St. Egidien den Zuschlag zu erteilen. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates mögen die Vergabe der unten genannten Bauleistung gemäß der Empfehlung des beauftragten Ingenieurbüros an die Firma André Schatz GmbH, Lumpitzer Straße 92 in St. Egidien zum vorläufigen Preis in Höhe von 7.049,92 € brutto beschließen. Die Stadtverwaltung wird zur Auftragserteilung bevollmächtigt. Gibt es Redebedarf? Ist nicht der Fall, ich bitte um Abstimmung. Grüne Kärtchen bei Zustimmung. Gegenstimmen? Eine. Enthaltung? Eine. Mehrheit ist angenommen. Danke. Beschlussvorlage Nummer 068-7-2021 betreff Ausbau Dachgeschoss Schlosswache. Generationsübergreifendes digitales Begegnungszentrum Weida, Vergabe von Bauleistungen, Los 4, Heizungs- und Sanitärarbeiten. Sach- und Rechtslage. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 5 Firmen beteiligt. 3 Firmen haben zur Submission ein Angebot vorgelegt. Nach Prüfung der Angebote durch das beauftragte Planungsbüro wird empfohlen, der Firma Christian Bau, Heizungs-, Sanitär-, Solar- aus Langwolschendorf den Zuschlag zu erteilen. Der Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Wirtschaftsförderungsausschuss sowie der erweiterte Haupt- und Finanzausschuss empfehlen die Beschlussfassung. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates mögen die Vergabe der oben genannten Bauleistung gemäß der Empfehlung des beauftragten Ingenieurbüros an die Firma Christian Bau, Heizung, Sanitär, Solar, Hauptstraße 68 in Langwolschendorf zum vorläufigen Preis in Höhe von 12.738,55 € brutto beschließen. Die Stadtverwaltung wird zur Auftragserteilung bevollmächtigt. Ist dazu Redebedarf? Nicht der Fall, bitte um Abstimmung. Bei Zustimmung ist es für den Kärtchen. Gegenstimmen? Eine. Enthaltung? Eine. Mehrheitlich angenommen. Beschlussvorlage 069-7-2021 betreff Ausbau Dachgeschoss Schlosswache, generationsübergreifendes digitales Begegnungszentrum Weida, Vergabe von Bauleistungen, Los 5, Elektroarbeiten. Sach- und Rechtslage. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 4 Firmen beteiligt. Eine Firma hat zur Submission ein Angebot vorgelegt. Nach Prüfung der Angebote durch das beauftragte Planungsbüro wird empfohlen, der Firma Elektro-Kissler aus Wildentaube den Zuschlag zu erteilen. Der Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Wirtschaftsförderungsausschuss und der erweiterte Haupt- und Finanzausschuss empfehlen die Beschlussfassung. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates mögen die Vergabe der oben genannten Bauleistung gemäß der Empfehlung des beauftragten Ingenieurbüros an die Firma Elektro-Kissler GmbH und Druck AG Langwetzdorf, Ortsteil Wildentaube, zum vorläufigen Preis in Höhe von 33.600
65, 56 Euro brutto beschließen. Die Stadtverwaltung wird zur Auftragsverteilung bevollmächtigt. Gibt es dazu Redebedarf? Nicht der Fall, bitte um Abstimmung. Grüne Karte bei Zustimmung. Gegenstimmen? Eine. Enthaltung? Eine. Mehrheitlich angenommen. Beschlussvorlage Nummer 075-7/2021 betreff Städtebauförderung, Sanierung, historische Altstadt, Sanierung Altstadt, Stadterweiterung West, Bund-Länder-Programm für lebendige Zentren, Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskern, Jahresprogrammantrag 2022. Der Jahresprogrammantrag im Rahmen des Bundesländerprogramms Lebendige Zentren erhalten die Bildung der Stadt- und Ortskerne beinhaltet die Darstellung der geplanten Gesamtmaßnahmen für das Programmjahr 2022 und die Fortschreibungsjahre. Um die genannten Maßnahmen durchführen zu können, ist es erforderlich, dass der Stadtrat der Stadt Weida die Beantragung von Finanzhilfen vom Bund, Land in Höhe von 1.725.000 € und bei der Bewilligung die Bereitstellung des entsprechenden städtischen Anteils bei einer Förderquote von 80% beschließt. Die mit den beantragten Mitteln durchzuführenden Maßnahmen erfolgen entsprechend den Zielen der Stadtsanierung der Stadt Weida und der Maßgabe des Thüringer Denkmalschutzgesetzes. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates mögen den Jahresprogrammantrag 2022 im Rahmen des Bund-Länder-Programms Lebendige Zentren, Erhalt und Entwicklung der Stadt und Ortskerne beschließen. Förderfähige Gesamtkosten 1.725.000 €. Davon beantragte Finanzhilfen 80%, 1.380.000 €. Anteil der Stadt Weida 20%, 345.000 €. Gibt es dazu Redebedarf? Ist nicht der Fall, das bitte ich um Abstimmung. Wer dem zustimmen kann, bitte das grüne Kärtchen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine. Mehrheitlich angenommen. Beschlussvorlage 074-7/2021 betreff Jahresanträge Städtebauförderung, Sanierung, historische Altstadt, Sanierung Altstadt, Stadterweiterung West und Länderprogramm für Wachstum und nachhaltige Entwicklung, Sicherung lebenswerter Quartiere gestalten. Jahresprogrammantrag 2022. Sach- und Rechtslage. Der Jahresprogrammantrag im Rahmen des Bundesländersprogramms für den Wachstum und nachhaltige Entwicklungssicherung beinhaltet die Darstellung der geplanten Gesamtmaßnahmen für das Programmjahr 2022 und die Fortschreibungsjahre. Die Gebäudesicherungen aus dem Programmteil Sicherungsmaßnahmen von und vor 1949 errichteten Gebäude werden ohne gemeindlichen Mitleistungsanteil beantragt. Die mit den beantragten Mitteln durchzuführenden Maßnahmen erfolgen entsprechend den Zielen der Stadtsanierung, der Stadt Weida und der Maßgabe des Thüringer Denkmalschutzgesetzes. Der Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Wirtschaftsförderungsausschuss und der erweiterte Haupt- und Finanzausschuss empfehlen die Beschlussfassung. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates mögen den Jahresprogrammantrag 2022 im Rahmen des Bund-Länder-Programms Wachstum und nachhaltige Entwicklung beschließen. Förderfähige Gesamtkosten 375.000 €. Davon beantragte Finanzhilfe 100%, 375.000 €. Davon im Jahr 2022 50.000 €. Ist dazu Redebedarf? Nicht der Fall, ich bitte um die Schlussfassung. Wer dem zustimmen kann, das grüne Kärtchen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig. Danke. Beschlussvorlage Nummer 074-7/2021. Jahresanträge Städtebauförderung, Sanierung, historische Altstadt, Sanierung Altstadt, Stadterweiterung West.
und Länderprogramm für Wachstum und nachhaltige Entwicklung und Sicherung lebenswerter Quartiere gestalten. Jahresprogrammantrag 2022. Das hat man da, stimmt. Ich habe vergessen, gut zu blättern. Jetzt sind wir beim Viertel. Richtig. Gut. Vor allem lesen habe ich vergessen, gut zu blättern. Beschlussvorlage 073-7-2021. Kita Ameisenburg, Ernst-Thälmann-Straße, Weida. Umbau und brandschutztechnische Ertüchtigung. Vergabe Planungsleistung. Sach- und Rechtslage. Im Rahmen des Investitionsprogrammes Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021 wurden im April 2021 Fördermittel in Höhe von 190.000 Euro zur Verbesserung der Betreuung der Kinder von 0 bis 3 Jahren in der AWO-Kita Ameisenburg in Weida bewilligt. Zudem erklärte sich die AWO bereit, sich mit 100.200 Euro Eigenmitteln und mit 59.800 Euro als Mitteln der Infrastrukturpauschale an der Finanzierung zu beteiligen. Die Stadt Weida stellt Eigenmittel in Höhe von 50.000 Euro bereit. Die gesamte Finanzierung ist in Höhe von 400.000 Euro somit gesichert. Nunmehr gibt es die Architektenbüros mit der Planung zu beauftragen, um für das Vorhaben im Januar 2022 Vergabeverfahren einleiten zu können. Und im April 2022 nach erfolgten Vergabebeschlüssen mit der Bauleistung zu beginnen. Der Abschluss der Maßnahme ist für September 2022 geplant. Der Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Wirtschaftsförderungsausschuss und der weitere Haupt- und Finanzausschuss empfehlen die Beschlussfassung. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Stadtrates mögen die Vergabe der Planungsleistung an folgende Ingenieurbüros: Arge Lehmann Pfeil mit der Objektplanung Honorar 39.742,87 Euro, Ingenieurbüro Siebert mit der Planung der Haustechnik Honorar 29.558,27 Euro und das Ingenieurbüro Fries mit der Elektroplanung Honorar 10.049,48 Euro beschließen. Die Stadtverwaltung wird zur Auftragserteilung bevollmächtigt. Gibt es dazu Redebedarf? Nicht der Fall, ich bitte um Abstimmung. Wer Zustimmung kann, bitte das grüne Kärtchen. Das Gegenstimmen, Enthaltungen, eine mehrheitlich angenommen. Zwei. Entschuldigung. So, Beschlussvorlage Nummer 072-7-2021. Errichtung einer Tempo-30-Zone im Wohngebiet West. Sach- und Rechtslage. Seit längerer Zeit gibt es von verschiedenen Interessengruppen in Weida den Wunsch, im Wohngebiet West, siehe Karte, die Straße mit einer 30-Kilometer-Beschränkung zu versehen. Hauptgrund ist die zu hohe Geschwindigkeit von Fahrzeugen in Bereichen, wo häufig Kinder auf der Fahrbahn laufen, weil kein Gehweg vorhanden bzw. diese queren müssen. Weiterhin soll dem erhöhten Fußgänger- und Radverkehr entsprechend Rechnung getragen werden. Eine Ortsbesichtigung hat diesbezüglich bereits im vergangenen Jahr mit der zuständigen Verkehrsbehörde stattgefunden. Bei genauer Betrachtung ist erkennbar, dass es sich hauptsächlich um ein Gebiet handelt, was der Aufenthalts- und Wohnfunktion dient. Dem Gebietscharakter entsprechend ist das Einrichten einer Tempo-30-Zone möglich und geeignet. Das Anordnen einer solchen verkehrsrechtlichen Bestimmung obliegt der Straßenverkehrsbehörde gemäß der geltenden Straßenverkehrsordnung StVO. Die Stadt Weida kann diesen Antrag zur Errichtung einer Tempo-30-Zone im Wohngebiet Weida West bei der Straßenverkehrsbehörde stellen, wenn der Stadtrat dies beschließt und somit im Sinne der Bevölkerung die Notwendigkeit erkennt und die Verwaltung mit der Umsetzung dieser Maßnahme beauftragt. Beschlussvorschlag. Der Stadtrat der Stadt Weida beschließt, dass im Wohngebiet Weida West entsprechend dem Gebietscharakter eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden soll und beauftragt die Stadtverwaltung unter Umsetzung. Ist dazu Redebedarf? Erst einmal. Ich wohne ja im besagten Gebiet und habe in Vorbereitung der Sitzung natürlich, soweit ich konnte, mit allen Nachbarn gesprochen, um mich da auch sonst zu ziehen. Aber es gibt
breite Zustimmung zu diesem Vorschlag. Es gab keinen, der da dagegen gesprochen hätte. Was allerdings von jedem zweiten angesprochen wurde, ist das, was der Römer heute schon erwähnt hat, nämlich in diesem Gebiet, die Friesestraße, die Straße Wien, dass dort halt Flächen geschaffen werden, die es ermöglicht, auszuweichen, weil es sind im Prinzip durch die zugeparkten Autos Einbahnstraßen geworden, oder anders Einbahnstraßen nicht, es sind Straßen geworden, wo nur ein Auto fahren kann, in beide Richtungen, und es müssen dort stabile Flächen halt geschaffen werden, dass zumindest man ausweichen kann. Das wurde, wie gesagt, von jedem zweiten, den ich da befragt habe, kam sofort der lieben Grund zu den beiden Straßen. Also wenn er schon jetzt da was ändert, dann sollt ihr doch bitte das gleich mit ins Auge fassen, dass da für ein bisschen weiße Farbe mal noch ein Euro drin ist. Danke. Jo. Ja, danke. Ich wohne nicht dort, aber dasselbe Feedbacks bekommen wie der Robert. Also es wird absolut begrüßt. Ich werde definitiv hier auch zustimmen. Allerdings, wir sollten ja heute erstmal den kleinen Finger nehmen, sozusagen den ersten Schritt machen. Allerdings finde ich das jetzt nicht unberechtigt und das liegt mir auch ein bisschen im Herzen. Und ich sehe das gerade in meiner Ecke, Pfaffenstraße, wegen einem Bürger, wo keine kleinen Kinder sind, der sich im Tagesrhythmus im Prinzip beschwert hat, ist immer mehr gerottet irgendwo. Sicherlich kann man die Straßen in der Form nicht miteinander vergleichen. Aber vielleicht wäre das dann einfach mal der Weg, irgendwie Druck aufzubauen für Straßen, für Verkehrsbehörde. Meine Unterstützung hätten sie auf alle Fälle, da eventuell doch irgendwo was in die Richtung zu gehen. Wenn es Böller wären oder wie auch immer, die den Verkehr ein bisschen abgang, keine Ahnung. Aber vielleicht könnte man das im Nachgang zu unserem Beschluss, den wir heute beschließen werden, Stück für Stück prüfen. Danke. Danke. Noch eine Meldung. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Als 40 Jahre Berufserfahrung und nach der Wende für mich ganz deutlich erkennbar, der absolute Rückgang einer Überwachung. Es ist wunderschön, wenn man in der 30er Zone ausschildert. Und ich muss euch mal sagen, was das für ein Riesengebiet ist. Wenn man sich das, also für die Stadt Weida, Riesengebiet ist. Das ist alles wunderbar und das kostet der Stadt auch Geld, den wir Schilder hinstellen, damit ist aber das Problem nicht geklärt. Ich wohne beim Gymnasium gegenüber und da ich dran bin, befinde ich mich öfters mal auf dem Balkon. Und das ist eine 30er Zone auch. Und soweit ich mich erinnern kann, ich stehe sicherlich 24 Stunden auf dem Balkon, habe ich im März, glaube ich, was, die letzte Verkehrsgeschwindigkeitsüberwachung dort gesehen. Und die Frau Dahl kann bestimmte Lieder von singen. Bis es möglich war, die zuständige Polizeidienststelle mal in die Semmelweiswahl zu bewegen. Also ich will das hier nicht ablehnen oder durchreden, aber das Problem ist damit nicht geklärt, indem wir da ein paar Schilder hinstellen. Das sage ich euch so, wie es ist. Und ich gebe euch jede Wette ein, und das können wir ja vielleicht einmal im Rahmen unseres Spaziergangs machen, dann stellt euch mal dorthin, Daniel weiß bestimmt, wie bei ihm gefahren wird vor der Straße. Da wette ich mit euch, dass von 10 Autos 8 mit Sicherheit nicht 30 fahren. Und wenn sich das dann mal so ein bisschen eingebietet hat, dass die wissen, das wisst ihr sowieso keiner. Ich rede jetzt von Straßen, wo man schneller mit 30 fahren kann. Gerade an der Straße wird das bestimmt schwierig, wenn dort parkende Autos stehen. Das hat natürlich schon wieder einen Umkehrsinn. Wenn dort Autos stehen, kann man nicht so schnell fahren. Sollte man mal darüber nachdenken. Also ich wollte, das muss man erwähnt wissen, Schilder, alles schön und gut, aber wenn keine Überwachung stattfindet, ist es, ich will nicht sagen sinnlos, aber fast. Danke, das war mein Kommentar dazu. So, geht es weiter. Wenn das nicht der Fall ist, bitte schon Abstimmung. Wer dieser Vorlage zustimmen kann, dann bitte schon das grüne Kärtchen. Gegenstimmen? Enthaltungen? 3, danke. Mehrheitlich angenommen. So, das war der öffentliche Teil der heutigen Stadtratssitzung. Ich bitte die Gäste, den Raum zu verlassen, einen guten Nachhauseweg und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.